Ich weiß nicht wieso, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin viel mehr aufgeregt. Ich sehe so klein aus, das gibt's nicht. Jetzt nicht mehr. What's poppin', Boys and Girls? Das ist die liebe Sandy vom Kanal Live with Sandy und Benny. Jetzt muss ich echt kurz. Ich bin nämlich gerade auf Teneriffa und die haben hier ein richtig schönes Haus. Und ich habe das erste Mal seit 3 Jahren, glaube ich mal, jetzt für eine Woche eine Küche. Deswegen machen wir heute vegane Tortillas. Genau, und Tortillas sind nicht die mit diese mexikanischen, sondern die spanischen. Die so normal aus Ei gemacht werden, aber dieses Mal machen wir die vegan. Und wir fangen jetzt einfach an, die Kartoffeln mit Kokosöl braten wir die an. Ich glaube, das dauert jetzt richtig lange, weil die müssen goldbraun werden und die sind halt noch roh. Aber wir haben die ganz dünn geschnitten. Sandys Schwester und Kevin werden jetzt Fragen zwischendurch reinwerfen an uns. Für die Überbrückungszeit, weil wir so ein blödes Rezept genommen haben, das vor langem mehr drauf. Wie sagt man einem Jungen, dass man ihn gern hat, ohne die Angst davor zu haben? Das musst du beantworten, weil ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einem Jungen gesagt, dass ich ihn mag, weil ich viel zu feige dafür bin. Ich mache auch nur Zeichen. Ich geb sehr offensichtliche Zeichen, aber ich würde auch nie sagen... Ich habe eine Freundin, die macht das immer richtig offensichtlich. Ja? Die geht doch auf jemanden zu und sagt, wollen wir was trinken gehen? Ehrlich? Ja. Oder ich mag dich voll gerne und so. Die sagt das auch beim ersten Date knallhart. Wie war das bei Kevin und dir? Ich kenne eure Geschichte. Ich kenne eure Geschichte eigentlich, aber... Ach ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, klickt mal durch. Wie war das bei Benny und dir? Ja, das ist eigentlich auch voll die krasse Geschichte. Also, wir haben uns 8 Jahre nicht gesehen. Ja. Und dann haben wir uns bei seinem Bruder zufällig wieder getroffen, also wirklich zufällig. Ich war zu dem Zeitpunkt noch vergeben. Ach was? Ja, aber ich war die ganze Zeit schon so am struggeln, weißt du, schon so über längere Zeit. Er war zu dem Zeitpunkt Single, gerade nach einer 8 Jahre langen Beziehung, also richtig ach, heftig. Krass. Genau, dann haben wir uns gesehen, in die Augen geguckt und beide gegrinst. Und da wussten wir irgendwie schon beide Bescheid. Was würde ich denn lieber tun? Euch eine Glatze rasieren oder Ketchup vom Boden essen? Ketchup vom Boden essen. Ja, das Ding ist halt, die kleinste Kleinigkeit, die du in der Vergangenheit veränderst, kann jetzt alles verändern. Zum Beispiel sage ich, mein Studium hat mir persönlich jetzt nichts gebracht. Ja. Aber wäre es mir im letzten Semester nicht so schlecht gegangen, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht hier. Ja, so sehe ich das auch. Rauchen, anzufangen zu rauchen ist auch richtig dumm, aber vielleicht hätte ich ihn niemals kennengelernt. So, während jetzt die Kartoffeln da fertig durchbraten, machen wir jetzt nochmal Kokosöl und Zwiebeln und Knoblauch wird jetzt angebraten. Was war der anstrengendste Moment mit Kind? Der anstrengendste Moment mit Kind war tatsächlich, glaube ich, in Deutschland. Der war nicht auf Reisen. Der anstrengendste Moment war so diese Phase, wo ich abgestillt habe. Das war tatsächlich das Schwierigste. Da bin ich gerade schwanger geworden mit dem zweiten Kind jetzt. Wir haben jetzt unser zweites Baby hier auf Teneriffa bekommen, 2 Wochen alt. Und ja, das war die Abstillzeit. Ich muss sagen, auf Reisen fand ich es eigentlich mal am leichtesten. Weil was los war, weil was passiert ist und wir uns bewegt haben und dann war der irgendwie so, dann hat er genug Input gehabt und dann war der ruhig gemacht. Welche würden Kommentare Menschen machen, wenn die hören, dass ihr auf Weltreise seid, ihr Kind und wie reagiert ihr darauf? Ach so, sowas wie unverantwortlich oder egoistisch, was kommen noch für Wörter? Ja, also wir reagieren darauf meistens gar nicht. Also wenn die... Nee, weil ich finde, es hat auch keinen Sinn. Was soll ich denn mit so einer Person reden, also diskutieren oder sowas? Weil ich will ja jetzt nicht jemanden überzeugen, irgendwie mit Kind loszuziehen. Wir erzählen halt von unserem Leben und wenn es jemand cool findet, ist cool, aber wenn es jemand doof findet, dann... Oder wenn jemand halt Fragen stellt. Genau, ja. Genau. Wenn jemand sagt so, hey, habt ihr nicht Angst davor oder so, dann würde ich natürlich drauf eingehen oder sowas. Aber ich mag es nicht, wenn es so beleidigt ist oder sowas, dann würde ich da gar nicht mehr eingehen. Von dem Kichererbsenmehl machen wir jetzt 2,5 Tassen. 2 1/4 Cups Kichererbsenmehl kommen 1,5 Cups Wasser. So. Gott, das sind immer nur meine sprachliche Behinderung. Ja stimmt, du bist jetzt Mutter, ne? Als Mutter kann man alles. Wieso? Es ist so, ich durchsuche das ganze Haus und sage, Mama, das ist weg und sie macht irgendeine Tür auf und da ist es einfach. So, zu dem Mehl und dem Wasser kommen dann 3 Esslöffel Essig und Gewürze, ne? Genau. Und wir haben uns jetzt hier überlegt, dass wir Curry reinmachen, Kumin,
Kumin ist Kreuzkümmel, gell? Ja. Ja, Kreuzkümmel. Der indische Kümmel auf jeden Fall. Paprikapulver und dann noch Pfeffer und Salz. Und wir brauchen noch 3 Teelöffel Backpulver. Uns wurde nämlich gesagt, mit Kichererbsenmehl muss man richtig gut würzen, weil es sonst nur nach Kichererbsen schmeckt. Das schmeckt sehr gut. Oder? Doch nicht so. Kumin mögt ihr doch alle, oder? Also, zur kurzen Erklärung. Ihr habt jetzt 3 Teile. Einmal die Zwiebel mit dem Knoblauch, die Kartoffeln und diese Brühe hier. Okay, wenn ihr das alles zusammengemischt habt, dann macht ihr das in die Pfanne und stellt es am besten nicht so hoch. Oh, wie geil! Wie schmeckt das? Nicht so geil. Liam, probier du auch mal. Ich hab so Hunger. Als ob die nichts zu essen kriegen würden. 3-Sekunden-Regel. Ja. Liam, schmeckt es? Ja. Tomatensauce dazu machen. Oh mein Gott, das ist wirklich, ja? Richtig lecker. Richtig lecker. Man schmeckt das Kumin voll krass raus, weil mir das da reingefallen ist, aber das passt voll. So Leute, wir haben jetzt mal das Licht angemacht, weil es hier so dunkel geworden ist. Wir haben noch ein zweites Video gemacht und ich glaube, dass das ein bisschen schöner wird, weil wir haben das hier oben im Haus. Liam, möchtest du auch was sagen? Ja. Ja? Ja. Sag mal Hallo. Hallo. Und Liam ist auch im nächsten Video. Da haben wir nämlich, was machen wir da? Wir machen Tiramisu und zwar so pervers geil. Und wenn ihr jetzt hier irgendwo hinklickt, dann kommt ihr zum Video. Genau, und ansonsten bedanken wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Bis dann. Liam sagt Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.